Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video. Ihr merkt, ich bin immer noch krank, aber wir sind auch immer noch bei der Album Reaction von Trippie Redd, A Love Letter to You 5. Mann, der Übergang war... Lassen wir einfach mal stehen. Also für mich war der persönlich sehr gut, ne? Aber darum soll es nicht gehen. Sondern es geht um den 8. Song. Ja, vom 19. Ich wollte gerade sagen, haben wir nicht schon 18 Uhr? Also heißt, wir sind fast bei der Hälfte. Bis jetzt nur geile Songs, meiner Meinung nach. Muss man ja auch ehrlich sagen. Ihr wisst, das ist der Trippie, den ich mag. Aber wir wissen ja auch durch den Trailer, dass auch noch andere Songs kommen. Ich glaube, dieser ist keiner, weil, wie es schon heißt, A Feeling hört sich schon sehr emotional an. Und dadurch, dass Guy Morales, also seine Frau, Freundin, Frau, sein Girl, seine Frau, so sagen wir es einfach so, auch mit auf dem Track ist, gehe ich nicht davon aus, dass es dieses Rage-Shit ist. Bin aber gespannt. Wir gehen rein. Ihr wisst, Lyrics an. Und let's go. It's the way you make me feel. Ich find's auch immer wieder geil, ne, wenn Künstler das hier einbauen. So, die sind schon am Rappen und dann kommt auf einmal so ein richtig geiler Sound. Und die Melodie setzt richtig ein. So wie hier. Wie war das nochmal? Ah ne, kommt dann nachher nochmal. Also das ist Wahnsinn, wie oft er diesen Satz hier sagt, ne? Das ist ja Wahnsinn. Was macht sie? Alles klar. Ey, das ist so crazy, ne? Also, dass Trippie öfters was wiederholt, ne? Wissen wir, haben wir auch schon in dem Album wieder gehabt. Dass es so ist, aber ey, hier gefühlt die ersten 50 Sekunden geht nur darum, you make me feel good. Ich meine, ist ja schön. So, ich freue mich, ne? Ich freue mich für ihn. Ich freue mich für jeden so, wenn die eine Person gefunden haben, die denen gut tun. Hoffentlich auch ein Leben lang. So, mein Segen habt ihr dafür. Aber Bro, du hast doch viel, viel mehr drauf. Mach doch mal ein bisschen mehr. Weil wir haben nur noch 2 Minuten, also jetzt gleich muss was kommen, Trip. Das ist das erste Mal, dass ich sie höre, glaube ich. Halleluja, Sky Morales hat eine schöne Stimme. Halleluja. Passen auch gesanglich geil zusammen. Also Real Talk. Ich muss ehrlich sagen, ne, die macht den sie macht den Beat richtig schön. Sie macht den... Was wollte ich gerade sagen? Sie macht den schön richtig Beat? Halleluja. You're my
Also die beiden Stimmen schon wieder zusammen zu hören, ist auch geil. Jo, da fliegt mir ja gleich die Lunge raus. Ey, ich dachte mir gerade, wo ich die Augen aufgemacht habe, also wenn Trippy das rausgehauen hätte, da hätte ich mir schon gedacht, ja, okay, gut. Ein bisschen mehr Sky, ne, hätte da mehr reingepasst so. Aber, also das wollte ich sowieso sagen, warum die You Make Me Feel Good nicht wieder so, ne, Trippy gemacht haben und dann Make Me Feel Good beide. Aber ich kann jetzt kann ich verstehen, warum. Weil dieses Wow. Boah, das ist ja genauso wie so ein... Oh, Bro, sowas kannst du doch nicht machen am Ende. Das ist so wie so eine richtig geile Serie oder ein richtig geiler Film mit so einem Open End. So, wisst ihr? So... So, du hast so eine richtig geile Serie, denkst dir, boah, geil, nächste Staffel wird so geil. Dann guckst du nach, ja, gibt keine nächste Staffel, die soll offen bleiben. Das Ende soll offen bleiben, damit du dir was Geiles ausmalen kannst. Aber geht nicht, du musst gefühlt wissen, was kommt. Und das machen die hier? Das machen wir die bei dem Song? Der so geil, so schön klingt? Check ich nicht. Also Real Talk, check ich nicht, ey. Das ist so schade, weil es... Wirklich, ne, es macht so Spaß zu hören, dieses Hin- und Herspielen von Trippy Red Stimme zu Sky Stimme, dann wieder zu Trippy und dann, ne, zwischendurch dieses Sky mit ihr. Junge, ey, hammergeil. Und dann lassen die das so enden. Ja, gut. Lassen wir es so stehen. Nichtsdestotrotz, es ist ein extrem geiler Song, macht extrem Spaß zu hören. Also das heißt extrem Spaß zu hören, ne? Es ist extrem schön zu hören, so. Muss ja nicht immer das Gleiche sagen. Und ja, bin gespannt, was da jetzt noch kommt, was der nächste Song kann. Ich hoffe ihr auch, dann sehen wir uns da wieder. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Scheiße.